Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist, genau wie Gibraltar, immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Es macht nicht immer so Sinn, was die sagen, ne? Das ist irgendwie... ne? Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Freunde, weiter geht's bei Alice Madness Returns. Letztes Mal haben wir was haben wir denn letztes Mal? Wir sind in die Domäne des Hutmachers geraten. Und wir müssen jetzt durch verschiedenste, ich nenne sie ja mal Schweberätsel, oh Gott, und schon verkackt. Na, fängt ja schon mal gut an. Durch verschiedenste Jump-and-Run-Sachen und schieße mich tot. Uns hier durchkämpfen und wissen eigentlich noch gar nicht, wo wir hin müssen. Und immer wieder diese Lags. Ich hoffe, die sind nicht so schlimm bei euch. Ich hoffe es echt. Sorry. Ja. Ja, das kann man zerhauen. Ja, nice. Ja, wieder diese Typen, ne? Ich hasse euch. Oh, ich kann es gar nicht, ne? Leute! Seid nicht so unfair, komm. Alter! Leute, bin ich schlecht. Tut mir leid. Oh Gott, oh Gott. Nicht mal das Spiel schuld. Ich bin einfach echt zu schlecht. Ich will jetzt nicht Game Over gehen. Nein, nein! Leute, was soll das? Alter, bin ich schlecht. Ja, natürlich möchte ich fortfahren. Also, nochmal trinke ich mal einen Schluck. So, neuer Versuch. Ah, oh Gott, Leute. Was bin ich schlecht geworden, oder? Was bin ich schlecht in sowas? Ah, Schrumpfen geht nicht, ne? Wissen wir. Wir müssen einfach ausweichen. Den können wir so. Alter. Alter. So, jetzt aber. Was? Dringend üben, Leute. Ich muss das dringend üben. Das kann so nix. Stell dir vor, da kommen jetzt richtige Gegner noch. Wie der da oben zum Beispiel. So, warum treffe ich den nicht? Der guckt nur blöd zu. Eieieiei. So, sollte der normalerweise runter? Man kann ihn auch nicht anvisieren, also die Musik ist immer noch. Daher gehe ich davon aus, dass er noch im Kampf sein sollte, aber anscheinend ist er kein. Ah ja, da geht's weiter. Bin ich gleich weg. Ich sage in der Folge noch, dass es eh so ein langes Zeitfenster ist zum Dodgen, ne? Ja, denkst du, ne?
Anders, 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 Leute. Ja, sorry, meine... So. Ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig schlecht. Ich schäme mich ein bisschen. Aber egal, komm. Jeder macht mal Fehler. Ne? Oh, guck mal den an. Ich höre ein Schweinchen. Hört ihr auch ein Schweinchen? Wo ist es? Schweinchen. Wo könnte das Schweinchen sein? Alter, wo ist die Sau? Da unten werden wir geheilt, aber ich hätte jetzt echt gern davor noch das Schweineschnäuzchen. Gibt's irgendeinen Hinweis? Da ist der Hutmacher. An der Wand zumindest. Schweinchen. Ich höre dich. Da hört man es nicht mehr. Ja, egal, komm. Wir werden es dann schon sehen. Vielleicht können wir es von der anderen Seite aus abballern. Mann, das nervt jetzt. Egal, komm. Jetzt hört man es nicht mehr. Ja, egal. Erstmal heilen. Erstmal schön gemütlich heilen. Oh, das dauert ja ewig. Hex, Hex, Hex. Zähnchen. Sehr gut. Hier geht sowieso nicht weiter. Oh, Alter. Ist sie hier drin? Hier ist sie. Schweinchen. Ab dafür. Und weg. Oh, eine Belohnung. Zähne, Zähne, Zähne. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Immer dieser Hinweis. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Darüber? Ah, auf Zahnrad. Das hat sich bewegt gerade, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das Zahnrad geht weg. Nein, Leute. Oh nein. Das ist fies. Also mal gucken, wie sich das bewegt. Ja, gut. Jetzt ist es weg. Okay. Okay. Gut. Gefällt mir das. Dann hier. Hallo, das ist hier den Hebel betätigen oder wie auch immer. Zahnrad, Rad. Nicht in der Gegend rumfuchteln. So, was hat das jetzt gebracht? Aha, da ist ein Totenkopf. Ich glaube, man soll da nicht hin, oder? Wenn da ein Totenkopf ist. Ich glaube, man soll wirklich da rüber gehen. Ich gehe einfach mal da lang. Okay.
Was ist jetzt hier so gefährlich, dass sie dann... Ha? Wieder vergessen, wie man anvisiert. So. Mann. Mann. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Oh. Upsi. Kommen noch neue? War's das? Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist genau wie Gibraltar immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Es macht nicht immer so Sinn, was die sagen, ne? Das ist irgendwie, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Warum ist hier ein Pilz? Das passt nicht zum Leveldesign. Der Pilz gehört in den Wald. Boah. Nein. Boah. Achso, man kann da nochmal springen. Haben wir wieder was gelernt. So. Hüpf. Ah. Wow, wow, wow. Ich höre ein Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen. Wo ist es? 3D-Sound aktiviert. Irgendwo rechts höre ich es. Ach, ja, rechts vor allem, ne? So. Wieder was freigeschaltet. Da geht's zum Fläschchen hoch. Das holen wir uns gleich. Wie gesagt, wenn ihr wisst, für was die Fläschchen sind, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und auch sonst, wenn ihr irgendein Knowledge habt über Alice, also halt über die Geschichte, nicht jetzt über das Spiel selbst, das würde ich gerne selbst rausfinden, aber irgendwelche bekannten Figuren oder so, die man sieht, könnt ihr gerne in den Kommentaren drüber berichten. Auf jeden Fall. Hey, 140, wie viel brauchten wir nochmal für das Upgrade? 600, oh Gott, oh Gott. Ja, wir warten noch. Vielleicht kriegen wir noch eine neue Waffe, die uns besser gefällt zum Upgraden. Ich schätze mal, das Schwert werden wir immer usen. Es ist meistens so in so Spielen. Wo ist die Sau? Wo ist die Sau? Ihr hört es doch auch. Ein Kronleuchter kann man hier runterschießen. Da ist die Sau. Es ist wieder das Fadenkreuz weg. Yes. Ja, nice. Da ist so eine Uhr. Da will ich jetzt noch nicht hin. Zuerst gehen wir da hin, wo das Schweineschnäuzchen uns freigeschalten hat. Jawohl. Gibt's hier da was Gutes? Eine Erinnerung. Oh Gott, auf einmal ist die Steuerung inventiert. Alice war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Ja, danke, Herr Doktor. Jetzt wissen wir das auch. Hat es mich jetzt gar nicht hochgepustet, ne? Naja. Die Uhr. Was macht die? Kann man die irgendwie kaputt machen? Nichts. Man kann auch in der Luft nicht schlagen. Das bin ich nicht gewohnt von solchen Spielen. Normalerweise gibt es immer irgendeinen Angriff, der in der Luft stattfindet. War ich das gerade? Hat die Uhr sich davor schon bewegt? Warten kurz. Aha. Ja, scheint nichts zu sein.
Der Hutmacher hat ja auch immer so eine Taschenuhr. Oh Gott, komm jetzt. Augenpott. Die Namen immer, ey. So, Augenpott scheint. Scheint irgendwie. Nur das Auge verwundbar zu sein. Versuchen wir den mal zu pfeffern. Ja, dachte ich mir. Auge auf. Und los. Und wie kann ich den jetzt. Aha. Aha. Zuerst lähmen und dann draufschlagen. Ich verstehe. So, der Augenpott. Da kommen wir den 0815 Gegner. Die regeln wir gleich von oben. Die machen auch schlimme Geräusche, ne? Augenpott. Alter, die schießen! Die sind ranged! Auch irgendwie klar. War doch irgendwie klar. So, Herr Augenpott. Das war's, Herr Augenpott. Alter! Der lebt noch! Komm schon, mach auf! Mach das Auge klein auf! So. Alter! Ah, das ist das Auge. Ich dachte, das ist ein Leben gedroppt. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Hier lang? Leben wieder auffüllen und den Hebel betätigen. Schalten wir mal kurz aus. Bitte aus dem Visiermodus raus. Ich will wieder springen können. Oh. Ach, die Masse, ne? Die Masse macht. Kommt noch mein nichts vorhandener Skill. Ach komm. Visier den anderen an. Komm. Ja, komm. Uiuiui, Leute. Gut, dass ich normal spiele und nicht schwer. Ins Fundbüro. Ich finde auch schön, dass es alles schön eingedeutscht wurde. Ja, ist ja nicht so als. Ich meine, das ist ja ein englisches Spiel. Aber die Schriften sind irgendwie alle deutsch. Auch in-game. Ist ja nicht selbstverständlich, ne? So. Das tue ich in Zukunft in zwischen den Folgen. Ich weiß nicht, was ich als nächstes upgraden soll. Ah, warte. Die Katze hat was zu sagen. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Aha. Jo, Leute, aber unsere Zeit ist schon gekommen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.